Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Schönen guten Abend zu unseren Heimatgeschichten. Wir sind jede Woche für Sie rund um München und rund um Ingolstadt unterwegs und schauen, was in den Gemeinden so los ist. Diese Woche sind wir im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, und zwar in der Gemeinde Ehekirchen. Die Gemeinde liegt genau zwischen Ingolstadt und Augsburg und zählt um die 4000 Einwohner. Die Gemeinde ist wohl in Anlehnung an eine Kirche entstanden, was dem Namen zu entnehmen ist. Das Wort Ehe ist allerdings nicht klar bestimmt. Am wahrscheinlichsten ist es wohl, dass es von Ewe kommt, was Rechtsgebiet bedeutet. Das wäre dann eine Kirche gewesen, die zu einem besonderen Rechtsgebiet, zu einer Herrschaft gehörte, was bei Ehekirchen wohl am wahrscheinlichsten ist. Wir waren mit Otto Plath, dem dritten Bürgermeister, unterwegs, haben den Familienbetrieb von Christa Heckel besucht, haben viel gepunktelt und Peters Wintergemüse bestaunt. Und heute besuchen wir Familie Leitenstern. Seit Generationen betreibt die Familie in Ehekirchen Landwirtschaft. Früher noch mit Milchkühen, Schweinen und Hühnern zur Selbstversorgung, heute mit diesen Prachtexemplaren, Angusrindern. Steffi überrasche ich beim Arbeiten und will erst mal wissen, wie sie zu dieser Rinderrasse gekommen ist. Der Anfang ist so, diese Wiese da war immer schwierig zu mähen. Aha. Mit den Obstbäumen und außen der Mauer. Mhm. Und dann habe ich mir eingebildet, ich brauche jetzt da Rinder rein. Ja. Ursprünglich habe ich gedacht, schottische Hochlandrinder. Mhm. Aber mit den Riesenhörnern, das ist in der Ortschaft. Ja, ihr seid mittendrin. Und das ist überhaupt ja total ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann sind wir einfach auf die Angusrinder gekommen. Mhm. Was, also weil Angus ist ein tolles Fleisch, oder deswegen hat man es hauptsächlich, das auch, oder? Ja. Auch. Was magst du noch an denen, an den Angusrindern? Die sind genügsam und ruhig. Ja, die reden auch mit. Die sagen, das stimmt ja, gar nicht. Ja, sie haben Familienanschluss. Man kommt jeden Tag vorbei und schaut. Ja, schon. Ja. Also eben, das ist schon wieder, auch ein bisschen wieder ein Streit. Man kann auch neugier. Also ja? Ich kann schon neugier. Jedem würde ich es jetzt nicht empfehlen. Echt? Weil man muss schon auch wissen, auf was man sich einlässt. Warum? Was, wenn die mich jetzt nicht kennen würden, die können auch aggressiv werden? Oder haben Angst dann? Oder? Ja, eher wahrscheinlich Angst. Mhm. Und dann wären sie halt vielleicht aggressiv, gell? Je nachdem, also wenn, das sind jetzt lauter Jungrinder, weibliche. Ah. Wie alt sind die? Die sind zwischen einem Dreivierteljahr und eineinhalb. Mhm. Mhm. Und ja, wenn es jetzt Mutterkühe sind, da ist dann Vorsicht geboten. Ja, ja, wenn es kleine Kälber haben, können die dann schon aggressiv sein. Ja, ja, gut. Wie wahrscheinlich wirklich bei allen Tieren, gell, wenn die Junge haben. Okay, und die kannst du jetzt rauslassen, oder? Die können wir mal rauslassen. Zeig mal. Freuen die sich da jetzt? Normal schon. Normal schon. Jetzt, los geht's. Ist natürlich jetzt der Jahreszeit entsprechend ein bisschen sumpfig. Na klar. Hoppala. Die haben schon so einen Bewegungsdrang jetzt. Hey. Ja, ja, die Kinder schon Gas geben. Super. Das ist richtig, das ist schon eine Freude jetzt, gell, dass sie sich bewegen dürfen. Und auch das frische Gras. Ist natürlich ist jetzt der erste Weg zum Apfelbaum, zum Großen. Aha. Das mögen sie. Dürfen sie auch essen, das ist kein Problem. Ja, man muss zwar schon immer ein bisschen schauen, weil es passieren kann, dass einen mal ganz verschlucken und dann ist kritisch, aber im Normalfall passiert nichts. Ja. Und wie läuft jetzt so ein Leben ab von so einem Angusrind bei euch? Also es wird bei euch geboren und wie lange darf das leben? Also die männlichen, die werden dann, die sind, oder alle Kälber sind bis zum guten halben Jahr bei der Mutter. Aha. Das ist dann unten im Stall. Mhm. Und die männlichen, die werden dann
gemästet. Oder ja. Die leben halt dann bei uns ja. bis so 2 Jahre rum sind. Und bleibt einer da, ein männlicher, oder wie ist das wohl in eurer Herde? Einen Stier haben wir dabei. Okay. Der Stier, der einzige. Oder wird der auch mal, der wird wahrscheinlich auch mal ausgetauscht? Ja, unser Seppi, den werden wir jetzt dann demnächst austauschen müssen. Ja? Weil ja dann die weiblichen Kälber von ihm wieder nachkommen. Und dann ist es zu nah verwandtschaftlich, das oder? Geht das dann nicht mehr. Okay. Und wie viel habt ihr insgesamt? Wir haben jetzt insgesamt 40 Tiere. Ganz schön viele. Ja. Aha. Weil hier sind jetzt 10, oder? 2, 4, 6, 7. Ja. Und dann im Stall habt ihr auch noch ein paar. Mhm. Dann schauen wir doch jetzt mal zu denen im Stall. Ja, gut. Mama. Die Heimatgeschichten werden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg. Rinder mitten im Ort findet man nicht mehr so oft. In Ehekirchen gibt es das noch. Steffi Leitenstern bringt uns jetzt von der Weide zum Wohnhaus, hinter dem sich der Stall ihrer Angusrinder und ein kleiner Hofladen befindet. Das sieht ja nach einem ganz neuen Stall aus hier. Haben wir erst letztes Jahr gebaut. Super, das ist so das Modernste, wie man es gerade macht, oder, wenn man Rinder hat. Ja, oder? Wir haben eigentlich nicht viel uns Angebote machen lassen oder viel nachgefragt. Mhm. Wir haben das schon so im Kopf gehabt, wie es ungefähr werden soll. Ja, weil ihr seid ja hier wirklich mitten im Ort, gell? Das ist ja auch nicht mehr so oft. Ja, und mir war es auch wichtig, dass wir an dem Platz wieder einen Stall herbauen. Wo vorher auch einer war. Da war vorher auch einer. Mhm. Allerdings mit Milchvieh und Anbindehaltung ist ja nicht mehr so gewünscht. Ja. Obwohl es die Viecher auch nicht schlecht gehabt haben. Ja. genau, und dann haben wir einen Stallbauer gefunden, der uns da das in das Eck reinbauen hat können. Mhm. Und das heißt, da ist immer offen, oder? Da ist immer offen. Aha. Haben eigentlich immer Tageslicht, kommt voll rein. Genau, ja. Von hinten ist auch offen, oben. Ja. Ja. Dass da immer ein bisschen Durchzug ist. Ja. Das Tor kann man zumachen, dass im Winter dann nicht die kalte Luft von unten reinkommt. Mhm. Und was sind jetzt hier lauter für Rinder? Da sind jetzt auch hier nur die Mütter und die Kleinen, oder? Das sind die Mütter und die Kälber bis zum halben Jahr. Ja. Und unser Seppi. Wo ist der Seppi? Der Seppi, das ist der Große da. Der hat's da ganz gemütlich kaut. Ja, der ist ja wirklich viel größer. Ja, der darf hier, die dürfen hier so, die verstehen sich alle, dass die da zusammen sind. Das ist klar, da gibt's eine Rangordnung aber, oder? Oder ist das bei denen gar nicht so? Doch, wir haben schon eine Chefin. Ja? Und es sind, wenn man dann aus verschiedenen Gruppen wieder welche zusammenwürfelt, dann gibt's da schon immer ein bisschen Kämpfe. Ja. Aber das legt sich bald wieder. Und sind die Kleinen aber jetzt noch abgetrennt? Die Kleinen, die haben ja einen extra Bereich, können aber jederzeit rein und raus. Da vorne ist ein kleiner Eingang. Aber sie können sich zurückziehen, wenn sie wollen, wo die Großen da nicht hin dürfen. Genau. Warum ist das so? Dass die einfach einen Ruheraum haben. Aha. Sehr interessant. Und das nutzen sie auch, ja. Aber wirklich. Und du hilfst du mit? Einmal hier, den bisschen näher noch das Essen. Was kriegen die denn zum Fressen alles? Die kriegen nur Heu und ein bisschen Grassilo, alles, was auf unsere Wiesen wächst. Echt? Und ein bisschen Leckerlis, ab und zu Zuckerschnitzel. Also sind ja dann total genügsam und irgendwie einfach in der Haltung, oder? Ja. Schon, gell? Ja, man muss da immer wieder das Fressen. Ja. Und wie ist es dann mit der Schlachtung? Macht sie das auch selber? Zum Schlachten fahren wir es nach Neuburg in den Schlachthof. Und wir haben dann einen Kühlwagen. Mhm. Da holen wir dann die Viertel, lassen es 14 Tage abhängen
und dann zerlegen wir es bei unserem Metzger. Ah ja, okay. Und dann verkauft es hier vor Ort direkt von bei euch? Genau. Hauptsächlich als Pakete. Ja, ja. Damit wir dann keine Reste übrig haben. Dass alles verwertet wird. Genau, dass alles verwertet wird und dass wir nicht immer die gleichen Sachen essen müssen. Und ist jetzt das Fleisch wirklich auch so gut, wie man es hört? Ja. Schon? Ja. Ja? Also man kennt den Unterschied auf jeden Fall. Aha. Es schrumpft nicht in der Pfanne, es ist einfach perfekt. Aha. Wo kommen die denn ursprünglich her, die Angusrinder? Die kommen ursprünglich aus Schottland. Ah, okay. Das heißt, die sind das auch gewöhnt, die Kälte. Die sind jedes Wetter, für jedes Wetter gut. Und wieso dürfen die jetzt eigentlich hier drinnen sein und sind nicht auf der Weide? Oder wie habt ihr das aufgeteilt? Oder dürfen die auch noch raus? Nein, wir haben leider keinen Platz, dass wir es jetzt direkt rauslassen. Ja. Es sind halt die Mutterkühe und wenn die dann zum Kalben kommen, dann hat man es da viel besser im Blick. Ja, klar. Mhm. Teilweise auch vom Küchenfenster aus. Mhm. Und kümmerst du dich jetzt alleine um die? Na, oder? Das geht nicht, gell? Das mit zwei kleinen Kindern, das haut nicht ganz hin. Mein Mann und meine Eltern helfen da sehr gut mit. Schon, gell? Sonst wird man das nicht schaffen. Sonst wird es nicht gehen. Mhm. Und du machst es dann später auch, oder? Mal schauen. Ja, genau. Ja, sehr spannend. Schön. Aber und sag mal noch eine Frage. Warum sind die jetzt, die einen sind schwarz und die anderen werden braun? Das ist aber ist egal, das ist die gleiche Rasse, da ist kein Unterschied. Das ist die gleiche Rasse und die sind aber entweder schwarz oder braun. Ah. Fleckig oder so gibt's nicht. Aber sind wirklich hier so ganz entspannt. Ganz ruhig. Die scheinen wirklich glücklich zu sein. Ja. Mhm. Okay, du, dann tu mal den noch ein bisschen hier dieses Holz näher hin und arbeiten und helfe ich dir noch ein bisschen und wir verabschieden uns hier aus Ehekirchen. Bis morgen wieder. Schau. Komm, dann tun wir noch ein bisschen, vielleicht kommen es dann noch her. Heimatgeschichten wurden Ihnen präsentiert vom Audi Autohaus Ebersberg.